Hey und willkommen aus Dubai. Ich möchte euch heute mitnehmen und zwar auf eine mega günstige Wüstensafari. Normalerweise ist ja Dubai so das Land, wo alles, ja, die Stadt, wo alles sehr, sehr teuer ist, Superlative. Und wir haben uns heute mal gedacht, wir testen die günstigste Safari, die wir finden können, und zwar für 16 Euro. Und schauen wir mal, 6 Stunden Safari mit Camel Ride, mit Abendessen. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir das in Dubai für diesen Preis bekommen. Ich verlinke es euch auch unten in der Infobox, falls es gut ist. Wir haben es über Groupon gebucht. Und ja, ich würde sagen, wir testen es und seid mal gespannt, was wir alles erleben für 16 Euro hier in Dubai. So, wir warten gerade in der Lobby noch, weil wir gleich abgeholt werden für die Safari am Hotel. Und Gott, ich bin schon aufgeregt. Okay, wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo hier sich alle treffen. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis noch ein paar andere kommen. Man könnte hier jetzt auch so Quads ausleihen und hier sieht man schon die Wüste, wo man rumfahren kann. Und ja, jetzt warten wir erstmal ab, wie es dann weitergeht. Der holt uns wieder ab. Wir haben so ungefähr eine Stunde hierher gebraucht. Tatsächlich haben wir immer noch Netz mit unserem Virgin, also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. So, wir sind schon 2 Stunden unterwegs, ja. Insgesamt kurz das Zwischenupdate. Vieles ist jetzt noch nicht passiert. Unsere anderen, die haben sich nämlich jetzt einen Quad geholt und fahren jetzt Quad. Wir haben langsam ein bisschen Schiss, dass wir vielleicht zu spät jetzt auf die Desert kommen, weil es wäre auch bald dunkel wird. Wir haben schon 17.19 Uhr. Und ja, gucken wir mal. Weil wir wollen ja natürlich schon noch coole Bilder machen. Und ein bisschen Angst, dass wir hier gerade viel Zeit verblemmen und eigentlich warten. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt ein neues Auto eingestiegen. Nach diesen 10 Minuten, wo wir jetzt da so ein bisschen rumgefahren sind, angekommen in der Wüste. Ja, ist irgendwie jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, müssen wir mal ehrlich sein. Wir hatten jetzt auch gerade Sonnenuntergang, also Sonne ist schon weg. Wir wollten ja eigentlich ein paar schöne Insta-Bilder machen. Das hat jetzt wahrscheinlich auch weniger funktioniert. Ja, von dem her, wir sind gerade nicht so happy für 16 Euro. Also auf keinen Fall zu empfehlen. Max hat ja schon mal eine andere gemacht und er meint, das ist ein Weltenunterschied. Das war ein richtiger Flop jetzt eigentlich. Ja, wir haben jetzt übrigens gerade gesehen, dass es noch das Camel Riding ist, aber irgendwie, da haben wir jetzt gar keine Lust drauf, irgendwie, weil es ja eh schon super spät ist. Und Sandboard ist halt auch voll der Witz, weil es gibt hier ein einziges, warte mal, es gibt hier ein einziges Sandboard. Das ist halt einfach wirklich der Witz. Von dem her, da hinten ist noch das Camp und da soll es wohl noch so jetzt Bauchdance geben und Tee und was. Und Quadfahren gibt es ja auch nochmal, wo man ja vorher sich schon eine Stunde lang angestanden hat, beziehungsweise eine Stunde lang verblempert hat, könnte man ja hier auch jetzt machen. Aber naja. So, wir sind jetzt im Camp angekommen. Hier soll es jetzt irgendwie so Bauchtanz, Henna. Wir sehen eigentlich nichts davon. Dann haben wir unser Essen, dann ein paar frittierte Sachen und wir haben einen Softdrink bekommen. Das hat man schon gerade gefragt, ob es uns gefallen hat. Und wie so, naja, ging so. Oh, where is your smile? Ja, irgendwie. Kann man gerade nur so drüber lachen, weil wir es halt echt scheiße fanden. Sorry, ist es so. Ja, da lohnt es sich auch mal wieder für sowas einfach doch ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil dann hat man wenigstens eine coole Experience. Also, naja. Also nach der coolen Feuershow, die tatsächlich mal ganz cool war, gibt es jetzt nochmal Essen. Nochmal. Ja gut, das ist jetzt auch wieder nicht so. Aber ja, die Feuershow war tatsächlich ganz cool. Das kann man jetzt nicht schlecht reden, aber der Rest, ne?